Ja, Crazy Junkie Games hier und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fallout 3. Wir sind hier in unserer lieben kleinen Traumwelt. Joa, wie ich schon letzten Teil gesagt habe, das wird ziemlich cool. Aber erstmal haben wir ein Level Up. So ein Level Up nehmen wir natürlich gerne. Kleine Waffen 75, dann treffen wir schön, machen schön Damage. Und den Rest mal auf reparieren. Gibt's jetzt, kann das sein? Oder gibt's noch so viel? Naja, eben. Ja, Heckenschütze. Level 12 war das, genau. Dann treffen wir 25%, haben wir die Chance, den Kopf besser zu treffen. Im Wets-Modus. Das ist sehr, sehr schön. Dann fliegen, rollen erstmal die Köpfe. Ne? Wie man sieht, ich habe das, hat die Farbe davon geändert. In weiß. Hallo, schöner Tag. Ah, man, hör auf mich zu nerven. Wir wollten eine kleine Änderung haben. Und wir sind wieder ein Kind, ja. Wir sind mal, weiß ich nicht, vielleicht sind wir irgendwie mal, zumindest der Junge, wie man sieht, hat keine Nase. Der, also nicht wirklich, der ist halt mal, was weiß ich, da vorne gegen den Hydranten geknallt oder so. Irgendwie sowas. Oder wurde so oft von seinem Vater ins Gesicht geschlagen, keine Ahnung. Ja, das ist ja eigentlich ganz witzig und ich darf jetzt nicht so viel labern. Wollen wir gehen. Wir gehen jetzt mal, komm, wir gehen jetzt mal. Oh, jemand Neues zum Spielen. In letzter Zeit habe ich wirklich viel Glück. Mir ist gerade etwas langweilig. Oh, ja, wir werden jede Menge Spaß haben. Ja, wie man schon sieht, die sieht jetzt nicht so ganz normal aus. So ein kleines Mädchen geschminkt und so. Naja, egal. Wie auch immer. Nehmen wir mal das. Ich suche meinen Vater. Haben Sie ihn gesehen? Ich weiß nicht recht. Wie sieht er denn aus? Er ist etwas älter, so um die 50. Er ist ebenfalls neu hier, nicht wahr? Genau. Sieh an. Er ist dein Vater. Ich hatte ja keine Ahnung. Da kannst du mal sehen. Das ist noch viel lustiger. Komm, spielen wir ein bisschen. Ja, es wird auch total witzig, wenn ich dir voll in die Fresse trete, aber egal. Nein, danke. Keine Spielchen für mich. Nein sagen gilt nicht. Leg mich! Wenn ich ein Spielchen will, dann musst du mitspielen. Und jetzt gerade will ich eben spielen. Nein! Ein Spiel? Na gut. Ich habe ja gewusst, dass du es tun würdest. Es ist wirklich ein einfaches Spiel. Es geht nur darum, Timmy Newsbaum zum Weinen zu bringen. Mehr nicht. Kein Problem. Ob du das wohl schaffst? Naja, wird... Ja, ja, jetzt halt die Fresse. Hör auf mich zu nerven. Timmy, komm her. Das ist jetzt doch so schwer. Also, hallo. Wir nehmen so eine kleine Faust und in die Fresse. Und noch ein paar Mal. Und stirb. Komm her. Bleib stehen. So. Jetzt nicht vergessen. Zynisches Lachen. Okay. Erinnere dich an mich. Mein Name ist Cartman. Eric Cartman. Hör auf zu heulen. Butters. Nein. Du hast es ihm doch gezeigt, oder? Klar, Alter. Nicht besonders kunstvoll, wie Alter, was ist denn jetzt los? Alter, sitzt der Tampon schräg oder was? Du ist im Stimmbruch? Gewonnen. Und dafür gibt es einen Preis. Ich glaube, geht Eier. Einzigen Frage, ist das ein Junge oder ein Mädchen? Werde, wie ich kann. Wo ist mein Vater? Ach ja, eine recht vorhersehbare Frage. Ach mein Vater nee. Ist hier, in der Tranquility Lane. Momentan geht's ihm recht gut. Auch wenn er mich nicht mehr mit seinen nervigen Fragen belästigen kann. Vielleicht wirst du mehr über ihn erfahren, wenn die Zeit reif ist. Ich will ihn sehen, und zwar sofort, Alte. Nein, das geht jetzt nicht. Fick dich! Wir haben deine Fähigkeiten als Alter noch nicht vollständig ausgeleuchtet. Du musst erst noch ein paar Dinge für mich tun. Mann! Nein, ich werde nichts mehr weiter für sie tun. Dann haben wir schon wieder ein Problem. Sehr enttäuschend. Ich habe mit dir gar kein Problem. Du gehörst hier nicht hin. Du solltest gar nicht hier sein. Das ist nicht real. Nichts davon. Es muss enden. Das Leiden muss enden. Ja, ja. Laber mich jetzt auch noch voll. Alter fleischiger, fettiger, faltiger, blöder Fettglobs. Endlich jemand, der weiß, was abgeht. Wie komme ich hier raus?
Wir sind nicht wirklich hier. Wir reden nicht wirklich miteinander. Das ist alles eine Täuschung. In Wirklichkeit schlafen und träumen wir. Der Traum ist zu einem Albtraum geworden. Er muss ein Ende haben, aber wir haben keine Kontrolle. Er steuert alles und will nicht, dass wir aufwachen. Ah ja. Sind Sie verrückt? Lassen Sie mich in Ruhe. Du kannst mich nicht täuschen. Du weißt, dass ich recht habe. Du weißt, dass hier überhaupt nichts real ist. Ja. Da wir... Also, eher gesagt, ich weiß das. Das hätte die alte Schachtel auch zu uns gesagt, wenn wir sie weiter ausgefragt hätten. Aber da hatte ich jetzt keinen Bock drauf. Wir müssen in das verlassene Haus. Und, ja, jetzt müssen wir ein Rätsel lösen. Ein Rätsel. Hey! Hey, Alter! Radio! Radiation King! Was geht? Okay, richtig. Ja... was war das? Fuck! Ja? Oh, so. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Nochmal? Jo, oh. Ja! Cartman Forever! Kackreiz, Mann. Oh, nettes Ding. Da können wir bestimmt schön dran rumspielen. Auf das Programm chinesische Invasion. Dokumentation des Failsafe-Programms. Mal gucken. Dr. Braun. Hier ist der revidierte Code für das militärische Trainingsprogramm, an dem Sie Interesse hatten. Mir ist immer noch nicht klar, was Sie damit anfangen wollen. Und ich weise Sie erneut darauf hin, dass dieses Programm nie dafür vorgesehen war, auf zivilen Geräten ausgeführt zu werden. Offen gesagt, bezweifle ich, dass eines der Geräte, zu denen Sie Zugang haben, überhaupt in der Lage ist, das Programm auszuführen. Aber Sie können dieses Programm, wie gewünscht, mit ausgeschalteten Notprogrammen ausführen. Dann sterben Ihre Versuchspersonen in der echten Welt wirklich, wenn sie in der Simulation getötet werden. Es versteht sich natürlich von selbst, dass ich Ihre Anfrage offiziell abgelehnt habe. General Konstantin Chase. Hört sich nach Spaß an. Oh mein Gott, sie haben Kenny getötet, ihr Schweine! Hey Leute! Pass auf, wo er hinschießt! Tötet sie! Wow! Warte mal, was passiert denn, wenn ich so einen kloppe? Ah! Kopf verknüppelt! Ha! Ich troll hier schon wieder rum. Na, Dr. Braun, was sagst du? Über dieser Hund? Hey, Betty! Was hast du getan? Du hast das Notprogramm ausgelöst. Ja, Arschlecken! Ruiniert. Die Zielpersonen werden sterben. Und ich stecke alleine in dieser Hölle fest. Alles ruiniert, alles. Jetzt sitze ich am längeren Hebel. Nein, nicht pervers denken, Leute. Du? Nein. Ich. Ich bin der Schöpfer dieser Welt. Ich fühle mich so verloren. Und so allein. Naja, leg mich. Ich bin hier weg. Ah, da sind wir wieder. Sohn, du hast mich gerettet. Ich hatte schon befürchtet, für immer da drin gefangen zu sein. Es ist schön, dich zu sehen, aber was machst du hier? Papa! Hey, Papa. Alles fit im Schritt? Ne? Ja, hallo. Ich habe dich gesucht. Ich bin froh, dass du da bist. Mit dieser Entwicklung hatte ich nicht gerechnet. Ich war auf Braun nicht gefasst. Sonst wäre es mir besser ergangen. Gut, dass ich aufgetaucht bin, um dich zu retten. Das war wirklich ein Glück für mich.
Es ist schön, wieder auf zwei Beinen stehen zu können. Dank Dr. Braun weiß ich jetzt auch, dass das Projekt Purity doch noch nicht verloren ist. Dr. Braun, nein. Was hast du rausgefunden? Ich hatte mit Braun recht gehabt. Die von ihm entwickelte Technologie ist instabil und gefährlich, kann aber für das Projekt Purity angepasst werden. Ich muss nach Rivet City zurückkehren und mit Madison reden. Wenn wir ein GEEK-Modul finden können, können wir das Projekt Purity verwirklichen. Du gehst jetzt also gleich nach Rivet City zurück? Ja, ich gehe zurück. Meine Erkenntnisse werden Madison davon überzeugen, dass wir da, wo wir vor Jahren gescheitert sind, endlich Erfolg haben können. Ich möchte, dass du mich begleitest. Ja. Ich will, dass du dabei bist, wenn wir endlich die Schleusen öffnen. Okay, auf nach Rivet City. Das ist mein Junge. Beeilen wir uns. Da ich jetzt weiß, was wir brauchen, will ich so schnell wie möglich wieder an die Arbeit. Was ist eigentlich dieses Project Purity? Am Anfang war es nur eine Idee. Erinnerst du dich an die Bibelstelle, die deine Mutter so sehr mochte? Nein. Kostenloses, sauberes Wasser für alle. Das würde für das Leben aller, die hier im Ödland leben, einen gewaltigen Vorteil bedeuten. Im Lauf der Zeit entstand aus dieser Idee heraus der Aufbereiter, der allerdings nicht mit dem Aufbereiter in der Vault verglichen werden darf. Dieser Aufbereiter war riesig. Und konnte Millionen von Litern. Als Standort benutzten wir das alte Jefferson Memorial im Tidebecken von Washington. Ich hoffe, dass du in naher Zukunft erleben wirst, wie es läuft. Ja, was ist, wie ist Mama wirklich gestorben? Bei der Geburt? Das ist jetzt nichts Neues. Was soll ich mit dem Trara und Wasser? Ja. Naja, dann wollen wir ja mal, ne? Also. Ja, hallo. Ranger-Anzug. Endlich mal wieder Waffen hier. Toll. Der wäre meine ganzen Sachen. Meine ganzen Hotkeys. Entnommen. Haben wir Stimpaks, ja, klar. So. Ja, mehr brauche ich auch erstmal. Obwohl, da hatte ich die moderne Zuhaltung. Ja. Die Tür um 1 erhöht. Yay! Moin. Hallo. So, dann wollen wir mal nach Rivet City und mal sehen. Ja, jetzt gucken wir erstmal. Ja, nicht wundern, Leute. Ich habe Fallout letztens musste neu installieren, aber egal. Jetzt kommen diese ganzen Meldungen von wegen bla bla bla, DLCs halt. Ne? Ich habe halt die Game of the Year Edition. Halt, ja. Ja. Alarm! Ja, mein Gott. Betreib's doch nicht. Ja! So. Ja, ist gut. Wenn es nicht anders ist, bitte. Und Bitch. Ja, Vater, du kannst gerne rennen, wenn dir das Spaß macht. Benutze lieber hier, ne? Schnellere. Ein Muss? Ja, Mann, was für die ganzen Pimmelgegner jetzt hier. Oh! Treffer. Oh. 36%, also siehst du, das geht so. Treff doch. Ja. Zack. Ach so, ich hab's jetzt auch richtig uncut. Also das wirklich. Man kann selbst, was ich gelesen habe, Kinderleichen verstümmeln, aber. Also es gibt Kinderleichen, aber. Das ist mir scheißegal. Obwohl, lass mein Kind killen. Nein. Ja, mein Vater, der ist jetzt wahrscheinlich am Arsch der Welt. Zwar, aber gut. Komm, da warten wir kurz eine Runde. Dann ist er gleich auch da. Bam. Es war Nacht, als wir ankamen.
Nö, ist immer noch auf dem Weg. Ja, ist halt schon etwas älter, der Typ. Wieso? Sie waren ziemlich umtriebig in letzter Zeit. Fragen stellen, rumschnüffeln. Ist es also das? Sind Sie ein Schnüffler? Oder? Ja, das ist jetzt dieser Androiden-Dingsabums da. Ja, ja, lass mich doch in Ruhe. Ja, Androiden-Komponente, das soll ich jetzt abgeben. Ja. Wo, Alter, Vater, wo bleibst du? Beweg deinen Arsch. ...8:39 Uhr. Vater ist da. Welch ein Wunder. So. Erstmal müssen wir zu einem lieben Kollegen, der soll uns mal was reparieren. Guten Tag. So, schnell speichern. So. Achso, nee. Sicherheitspersonal. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Was frage ich die eigentlich? Die kann mir doch gar nicht helfen. Wo ist denn hier dieser Pimmel, dem das gehört? Ist das... Nehmen Sie bitte Flak, ja. Sie haben wohl beschlossen, sich der... Ja. Meine Ausrüstung muss repariert werden. Ranger-Kampfrüstung, ja, kann er gerne mal machen. Die 10 mm. Strahlenschutzanzug, kann er auch. Den Kampfhelm, ja. Fatman, 48, machen wir einfach. Mein Gott. Falls Sie mehr Munition brauchen, wissen... Gut, dass du mir gerade Munition sagst. Haben Sie sich schon entschieden? Ich brauche Munition für meine kleine Jagdlinte. Ich weiß es gerade gar nicht, warte mal. Jetzt habe ich doch gerade ehrlich vergessen, was für Muni das ist. Waffen. 032, doch, okay. Haben Sie sich schon entschieden? Blablabla. Ja, hör auf zu nerven. Ja, kostet ja nichts. Nehmen wir alle mit. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst noch etwas brauchen. Ja. Haben wir hier irgendwo eine Werkbank? Vielleicht können wir uns dann noch selber ein bisschen Muni für die Jagdflinte basteln. Irgendwo gibt es ja eine Werkbank. Ich weiß, da. Hm. Ja. Werkbank. Rösti? Achso. Nee, keine Waffenwerkbank, sondern eine. Wie heißt es denn jetzt? Jetzt vergesse ich doch wirklich den Namen. Mein Gott. Naja, ich. Egal, gehen wir. Gehen wir einfach. Hier ist die Kirche. Ja, hier gibt es eine Kirche, selbstverständlich. Forschungslabor, genau. Das war doch gleich richtig. Ich sagte, das würde funktionieren, Madison. Und jetzt kann ich es Ihnen beweisen. James! Sie sind zurück. Und zwar mit guten Nachrichten. Ich hatte recht, was Braun und das GK anbelangt. Nein. Wenn wir eines finden, nehmen wir den Aufbereiter in Betrieb. Ich möchte Ihnen ja glauben, James. Wirklich. Aber es kommt alles so plötzlich. Madison, ich sage Ihnen, es wird funktionieren. Ich habe mit Braun selbst gesprochen und er hat es bestätigt. Verstehen Sie? Das ist unsere Chance. Ich weiß nicht, James. Es sind so viele Jahre vergangen. Ist es den Versuch wirklich wert? Mann, jetzt pisst er doch nicht in der Hose. Ja. Sie haben ihn gefunden. Ich kann es kaum fassen. Ja! Ich danke Ihnen. Ohne James wären wir verloren. Oh mein Gott, oh. Ich sagte ja, ich würde ihn finden. Sie haben es also geschafft. Ich entschuldige mich dafür, dass ich je an Ihnen gezweifelt habe. Ja. Glauben Sie, dass das Project Purity je wieder funktionieren wird? Ich habe Vertrauen zu Ihrem Vater. Mit dem Wissen, das er erworben hat, haben wir eine bessere Chance als je zuvor. Ha. Sag mal, was machten die eine da im Hintergrund? Trollt die da vom Kühlschrank rum? Ich bin traurig. Ich habe keine Freunde. Sieht irgendwie so aus. Ist alles in Ordnung? Also manche Leute... Egal. Wackelpuppe Intelligenz. Ihre Intelligenz wurde dauerhaft um 1 erhöht. Geil, ne? Gut, dass ich die gerade gesehen habe. Wir müssen zum Projekt Purity zurück. Mit dem Computer dort haben wir die beste Chance, ein GEEK-Modul zu finden. Wird das nicht gefährlich? Wahrscheinlich wird das gefährlich. Dann lass es gefährlich sein! Ich kill jeden, ich blicke jeden. Es ist wirklich wichtig für die Menschen. Wir müssen die Angst besiegen. Wir müssen sofort aufbrechen.
Kommst du mit? Jo, okay, machen wir uns auf den Weg. Es wird schön sein, Seite an Seite mit dir zusammenzuarbeiten, mein Sohn. Ja, Papa! So, ja. Zu dem Wissenschaftler in Project Purity stoßen. Das ist einfach nur wieder in dem, wo wir im Museum da. Ja, hallo, Vater. So, wie kommen wir denn nicht? Chantellis Tür. Da hat wohl jemand ein Drogenproblem. Hier wollte ich nicht hin. Hallo. Staley's Tür. Treppenhaus. Ach, Private City. Ja, so gut, jetzt bin ich hier draußen. Dann kann ich gleich... Weltkarte. Hinter. Ja. Hallo. Da. Was zeigt er denn mir an? Ist irgendwie ein bisschen plemplem? Jetzt zeigt mir hier den Standort anderen. An. Nö, egal. Ich muss ja hier lang. Von daher. So, Gegner sind ja auch keine mehr. Das ist ja angenehm. Keine Ahnung. Frag mich nicht. Oh. Da habe ich doch was übersehen. Und hier habe ich auch was übersehen. Naja, ist ja nicht schlimm. Sterben wir jetzt nicht von... Jefferson Memorial Rundbau? Nein, nein, nein. Das war da vorne. Genau da, wo der Krüppel liegt. So. Jetzt nicht hier? Oder bin ich blöd? Ja, schlagt mich, war doch falsch. Oder irgendwie doch, nur mein Vater ist noch nicht da, oder was auch immer. Wieso, die Quest ist doch Aufgaben zu einem Wissenschaftler in Project Purity stoßen. Ja, hallo. Herzlich willkommen. Ich bin da. Gut, dann gehen wir nochmal raus. Ja, die Logik muss mal einer verstehen. Egal. Ist alles. Wir können erst dann etwas bewerkstelligen, wenn wir ins Innere können. Aber keiner von uns ist ein besonders guter Kämpfer. Es gefällt mir zwar nicht, dich zu bitten, dich in Gefahr zu begeben. Aber du scheinst ja gelernt zu haben, auf dich aufzupassen. Oh ja. Du musst reingehen und dafür sorgen, dass es für Dr. Lee und ihr Team sicher ist. Klar doch, bin gleich wieder da. Vorsicht bitte. Ach. Na? Gut, hier gibt's noch irgendwo welche. Hallo? Hallo? Gut, hier ist nirgendwo mehr was. Gehen wir mal hier. Was macht hier ein Einkaufswagen? Wenn ihr etwa die Penner von uns, den der W selber rumsetzt? Ne. Ah, jetzt bin ich hier, ja. Ja, dann ist das einzige jetzt nur noch der Keller. Ja, und hier sind auch noch welche. Da, da jetzt ein Na. Ne, doch nicht. Nein. So. Weil es normale Supermutanten ist. Ach ja, ja, ja. Die sind alle unten. Ja. Ich kenne das. Boah, hab ich mich jetzt erschrocken. Leck mich. Ich weiß nicht, können die auch von hinten kommen oder so? Ich weiß es nicht. Guten Tag! Was denn jetzt? Achso, ich hab aus Versehen. Yeah! Blut an den Wänden! Sieht fett aus.
Yeah. So, das. Wahnsinn, das. Nee, hier unten. Hier ist irgendwo noch was. Ja, nehme ich gerne mit. Splittergranate, ja, die können wir auch noch mitnehmen. Jo, Hundefleisch. Nee, das könnt ihr jetzt gerne behalten. Du, das brauche ich nicht. Ist da sonst noch was? Nein. Das ist gut. Dann könnte es ja weitergehen. Schuss für die Jagdflinte. Das freut mich. Nehme ich immer gerne mit. Ist immer schon wieder so viele Sachen zum Nachgucken. Aber hier war eigentlich nur Müll. Hier war nichts Besonderes. Das ist sogar erstaunlich groß. Ah, hier ist noch was. Hallöchen. Bam. Und der letzte Schuss. Und da geht unser lieber Freund dahin. Ah, immer noch irgendwo einer. Noch mehr Schuss für die Jagdflinte. Gut, hier war auch nichts, oder? Nö. Gut. Ah, doch, ja. Das ist schön. Right away, 556er Schuss. 10mm Wodka. Ja. Ah ja, hier müssen wir später noch hin. Da müssen wir eigentlich den Strom aktivieren oder irgendwie sowas. Achso, wir können den Helm wieder aussetzen. Stimmt ja. Da war ja was. Doch, sehen wir aus wieder wie so ein. Wie so ein Soldat. Ja. Dann wollen wir mal zurück nach Papa gehen. Der macht gleich vorhin Sprünge. Yay! Stehen immer noch draußen, oder was? Mein Gott, alles muss man denen recht machen. Faul wie die Säue. Hallo. Brauchen Sie etwas? Was macht eigentlich dieser Penner hier? Achso, das ist. Ja. Achso, das ist der Ingenieur. Geht es dir gut? Ist es da drinnen sicher? Ja. Da drin ist alles tot. Ich bin stolz auf dich. Gehen wir jetzt rein. Die Wissenschaftler im Project Purity reinbringen. Hallo. Ja. Los, Leute. Ist alles in Ordnung? Nein, weißt du? Oder sieht etwa so aus, dass ich blute? Immer diese unlogischen, dummen Fragen. Was? Schön. Hören Sie, ich weiß, wer Sie sind, klar? Meiner Meinung nach haben Sie hier nichts zu suchen. Bleiben Sie mir also einfach aus dem Weg. Gut, dann leck mich.